Die wird uns mit ihrem ständigen Geheule noch in Teufels Küche bringen. Ich muss sie irgendwie ruhig stellen. Am besten sollte man ihr einfach ein entspanntes YouTube-Video zeigen. So wie ihr jetzt hier ganz entspannt dieses Video schaut. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Deponia mit mir, eurem Commander. Und ja, wir starten einfach direkt rein. Was haben wir denn so? Fragezeichen. Mal gucken, ob ich etwas ertasten kann. Aha, da ist eine Spalte im Fels. Okay. Da ist eine Spalte im Fels. Das hier ist trocken, lang und dünn. Keine Frage. Das ist der Plot von Geheimakte Tunguska. Oder ein niedrig hängender Ast. Eins von beiden. Ja, eins von beiden. Das Gold. Hier wächst irgendwas. Eine Art Moos oder Gestrüpp. Bitte, verhalte dich ganz still, ja? Wir müssen immerhin davon ausgehen, dass wir von menschenfressenden Monstern umzingelt sind. Ach, nicht doch. Psst. Okay. Blauer Rufus? Wo ist denn der rausgekommen? Sieh mal einer an. Ich bin direkt am Fuße der oberen Aufstiegsstation gelandet. Dem Sitz der Organon-Hauptverwaltung. Und dem Ankerplatz des letzten Hochboots nach Elysium. Also ab jetzt sollte ich vorsichtig sein. Also noch vorsichtiger als sonst. Hier wimmelt es ja geradezu von Organonen. Sie ziehen sich offenbar aus der Stadt zurück. Was haben die nur vor? Vielleicht kann ich sie belauschen. Los, beeilt euch! Da sind immer noch Kisten, die mit nach Elysium sollen. Nein, nicht die dort. Die soll zur dritten Zwischenebene. Gulli? Huhu, Korridor! Keiner da. Okay, interessant. Boah. Wo ist Rufus jetzt? Ach, da oben. Knopf. Was ist das? Und zum Abschluss unseres heutigen Programms habe ich noch einen ganz besonderen Leckerbissen für euch. Ihr kennt ihn alle. Ihr liebt ihn alle. Und hier ist er nun mit seinem aktuellen Smash-Hit. Cowboy Dodo mit Schau mich an. Eine solarbetriebene Leuchtreklame. Sehr fortschrittlich. Du weißt nicht, was du willst, wer du bist, wo du stehst, woher du kommst, wo du bleibst oder kurz wohin du gehst. Aus eigener Kraft, nie irgendwas geschafft. Völlig ehrenhaft schmorst du in deinem Saft. Es ist okay, du bist autark, wie Metall mit Eigenleitung. Du schaffst für nichts, doch wenn du schaffst, dann wär's eine Eigenleistung. Du holst dir nie ein Rat, liest nie eine Morgenzeitung. Hast für nichts eine Ahnung und hast doch nur eigene Meinung. Und es ist okay so. Dann rufst du auf das Ego, was mich nervt, fragt man dich, na, wie geht's dir, sagst du, geht's. Warum kriegen alle Spacken was gebacken und ich niente? Warum bleibt die ganze Kacke am Backen? Alter, wenn die dir nicht helfen lässt, dann bist du selber schuld daran. Willst du wissen, wie das geht, dann schau mich an. Wo ist das Problem, auch mal Hilfe anzunehmen? Lass doch mal den Profi ran und schau mich an. Alter, brauchst du eine Brille? Wächst die Grille auf der Pupille? Hast du was am Sehorgan? Mann, schau mich an. Ich bin der Cowboy Dodo, Cowboy Dodo, dip dap Dobo, schau mich an. Ey, Cowboy Dodo, Spot auf den Cowboy, der Barboy, der Bar, schau mich an. Was hat man dazu? Der Organon ist ein Cowboy-Dodo-Fan. Da er abgelenkt ist, muss ich nur noch eine offene Kiste finden. Vorzugsweise eine, die nach Elysium mitgenommen wird. Schon heißt es. Gut, Heidi, Cowboy-Dodo-Fan. Schade, dass Go nicht hier ist. Ich hätte ihr Schicksal nicht diesen blöden anderen Rufus überlassen sollen. Ja, wenn man nicht alles selber macht. Ich werde die anderen beiden kommen nicht so gut kommen. Diese Sackheini. Wir haben besser bloß einen. Ah, sehr gut, das Ding ist ruhiger. Das ist doch Zeitverschwendung. Ich sollte lieber eine Kiste finden, die nach Elysium geht. Laut Etikett geht die hier zur Kontrollebene. Also nicht nach Elysium. Ich muss wohl eine andere Kiste finden. Ah, dann gehen wir mal die Kisten durch. Na, wer sagt's denn? Die hier geht nach Elysium. Ja, aber da ist ein Fass. Hier ist gar kein Etikett drauf. Ich muss wohl eine andere Kiste finden. Na, wer sagt's denn? Die hier geht nach Elysium. Elender Murks. Die ist zu klein, um mich darin zu verstecken. Laut Etikett geht die hier also nicht. Ich muss wohl... Naja. Na, wer sagt's denn? Die hier... So ein... Die ist mit... Auch zu klein. Der komplette Organon zieht sich in die Hauptverwaltung zurück. Es wird schwierig werden, sich unbemerkt dort hineinzuschleichen. Die Kiste vielleicht? Na, wer sagt... Die... Hey!
Scheibenkleister. Solange da was draufsteht, bekomme ich die nie auf. Na, wer sagt's? Wie hier geht. Hey! Solange da was drauf. So ein Quist. Ja, wir können das Zeug ja nicht runterhauen. Das ist doch zeitversch. Ich sollte. Schau mich so an. Was soll. Solange dieses Gejaule den Wachmann ablenkt, soll's mir recht sein. Das ist die obere Aufstiegsstation. Irgendwo da oben wartet das letzte Hochboot nach Elysium. Zu blöd, dass der Organon ausgerechnet hier seine Hauptverwaltung hat. Wie stehen wohl die Chancen, mich durch den kompletten Turm bis zum Aufstiegszoll durchzuprügeln? Durchzuprügeln. Plus minus 50-50. Ja. Das ist die obere zu wie. Okay, was macht mittlerer Rufus? Hast du Probleme, Boso-Schatz? Boso? Nein, danke, Frau Moog. Lass den Jungen in Ruhe sein Geschäft machen, Frau. Ich dachte, er braucht Hilfe. Ich schaff das schon. Es ist nur... Du hast Angst, nicht wahr? Ja, ach. Vorm Pupu machen? Vorm Weltuntergang, du Dummkopf. Nein, nein, es ist nur... Ach, egal. Stopp! Mach keinen Scheiß! Juhuhu! Damit hast du nicht gerechnet, was? Ja, ich bin immer für eine Überraschung. Gut. Hey! Für mich war das auch nicht gerade angenehm. Oh je. Sowas. Was ist denn mit Boso los? Was ist denn das? Ein Tor? Ein Tor? Da versucht wohl jemand zu verhindern, dass ich die Rebellen kontaktiere. Haha, aber da müssen die schon früher aufstehen. Verdammt, das gibt's doch gar nicht. Da kommen wir wohl nicht durch. Wer ist das? Die Mooks. Darf ich kurz stören? Ui, guck mal, Moog. Da ist Baby Boso. Unsinn, Frau. Das ist nicht Baby Boso, sondern ein verirrter Landstreicher. Ach ja? Und wie komme ich dann auf Baby Boso? Weil du alt und senil bist. Verzeihung, ich möchte ja ungern unterbrechen, aber... Ich bin kein Landstreicher. Ich bin kein Landstreicher. Siehst du, Moog? Ich sagte doch, das ist kein Landstreicher. Na und? Du sagtest damals auch, das ist keine Wundbrandentzündung. Und dabei hätten wir das Bein noch retten können. Der arme Timmy. Okay. Was treibt ihr denn hier mitten im Kriegsgebiet? Wisst ihr denn gar nicht, was hier los ist? Redest du immer noch mit dem Landstreicher, Frau? Ich rede mit wem ich will. Was will er denn? Er will wissen, was hier los ist. Na dann sag ihm, dass hier rein gar nichts mehr los ist. Zumindest nicht seit der Organon sich zurückgezogen hat. Das kannst du ihm auch selber sagen. Ich bin doch nicht ein Beppo. Okay, und was ist mit Boso los? Wisst ihr, was mit Boso los ist? Ach, du bist ein Freund von Boso? Unsinn, Frau. Boso freundet sich doch nicht mit irgendwelchen Landstreichern an. Im Gegensatz zu dir hat er nämlich noch einen restlichen Funken Gips. Auch wenn er sich momentan nicht so benimmt. Er ist deprimiert, Moog. Natürlich ist er das. Er hat keinen Job, keine Freundin, die Welt geht unter. Er hat eine Freundin. Ihr Name ist Bambina und sie wohnt auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Hey, sie weiß Bescheid. Wenn sie auch so häufig widerspricht, verstehe ich langsam, warum er wieder zu Hause eingezogen ist. Okay. Ist das das Haus der Bosos? Ist das das Haus der Bosos? Was heißt denn hier trostlos? Es hat vielleicht hier und da ein paar Granatenschäden, aber es ist immer noch unser Zuhause. Nicht doch, Moog. Er meinte doch die Bosos. Na dann ist er hier falsch. Die wohnen nebenan. Ah ja, gut zu wissen. Wissen Sie, wo dieser Stand ist? Ich suche das Lager des Widerstands. Sag ihm, wir kaufen nichts. Der junge Mann sucht etwas, Moog. Und da fragt er ausgerechnet dich? Du verbummelst doch immer alles. Wenigstens hab ich noch meine Manieren. Wenn du wirklich Manieren hättest, würdest du dich um deinen Gast kümmern. Ach,
Den Landstreicher. Den hätte ich fast vergessen. Sag ihm, dass er, wenn er schon betteln muss, sein Glück lieber beim Widerstand probieren sollte. Das Lager ist ja nur die Treppe runter und dann einmal quer über den Platz. Dort wissen sie wenigstens, wie man Ordnung hält. Wissen die überhaupt, was man... Versteht ihr überhaupt, was ich sage? 5, oder? Unsinn, Frau. Es sind mindestens 7. Ach, du hast doch keine Ahnung. Du weißt ja nicht mal, worum es geht. Warum fragst du dann nicht deinen Freund, den Landstreicher? Er scheint ja auf alles eine Antwort zu haben. Ach, Quatsch. Der redet doch gar nicht. Na, weil du einen eben nie zu Wort kommen lässt. Schau, er will schon wieder etwas sagen. Ach, vergesst es einfach. Das wird ja selbst mir zu blöd. Ich gehe. Ich glaube, du hattest recht, Moog. Das war doch ein Landstreicher. Sag ich doch, Frau. Aber du hörst ja nie auf mich. Feuerwehranzug kann ich dir nehmen. Dieses Ensemble würde mich garantiert hervorragend kleiden. Und solange niemand Wichtiges zuguckt. Es brennt, es brennt. Oh, ich komme. Tatü, tata. Hm? Ui, guck mal, Moog. Das ist so putzig. Baby Bozo spielt mit der Feuerwehruniform von seinem Cousin David. Unsinn, Frau. Das ist nicht Baby Bozo, sondern ein verirrter Landstreicher. Oh, du hast recht. Ach, ich wusste, es war ein Fehler, den Optiker beim Bingo zu beschummeln. Oh ja, das sollte man nicht tun. Baby Bozo, was, wenn ich dann ein Baby... Nochmal. Rampelanzug. Muss das wirklich sein? Ja. Na gut. Brave! Hm? Ui, guck mal, Moog. Da ist ja Baby Bozo. Na, Baby Bozo? Möchtest du noch einen Koffeinlutscher haben? Koffeinlutscher? Du sollst dem Baby doch keinen Koffeinlutscher geben, Frau. Dann nimmt es nur wieder Reis aus. Oh, du kannst immer nur meckern, Moog. Das Kind muss doch etwas essen. Wie soll es sonst jemals so groß und stark werden wie sein Bruder? Oh Himmel. Ich hoffe doch sehr, dass Baby Bozo nicht nach diesem weinerlichen Nichtsnutz schlägt. Er sollte sich lieber ein Beispiel an seinen Cousins nehmen. Die haben wenigstens etwas aus ihrem Leben gemacht. Na, scheinbar Ninja und Feuerwehrmann. Ja. Du bekommst einen Koffeinlutscher von mir. Wow, das war peinlich und aufschlussreich zugleich. Ein bisschen wie meine Schulzeit. Ich weiß schon, warum ich nach der 2. Klasse abgebrochen habe. Eine Tasche? Brief. Mein liebstes Rehlein, ich wünschte, du wärst bei mir. Himmel, was für eine schwülstige Einleitung. Das gibt Abzüge in meiner Online-Rezension. Na, jetzt kommt doch langsam etwas Action in die Sache. Der Dienst an der Front scheint mir nicht gut zu bekommen. Genauer gesagt, ich bin auf eine Organon-Landmine getreten und werde innerhalb der nächsten Sekunden... Oh je. Arg. In Liebe, dein Papa Bozo. DS? Nimm dich vor dem Briefträger in Acht. Ich glaube, dass er heimlich unser Bad benutzt. Zumindest habe ich Unterwäsche mit seinem Namen drauf oben auf dem Spülkasten gefunden. Oben auf dem Spülkasten, aber da können wir wahrscheinlich nichts machen. Nee. Dann schauen wir mal zum Bozos rein. Huch. Was ist denn hier los? Oh, guck mal, Opa. Wir haben Besuch. Dann ziehe ich mir wohl besser meine Hose an, was? Ja, das ist lustig. Bist du ein Freund von Bozo? So ein Unsinn. Bozo hat keine Freunde. Oh, das ist gemein. Ich meine doch diesen begabten Bastler, von dem er erzählt hat. Ja, das bin ich. Rufus der Erste. Wo ist denn der alte Pirat? Pirat? Diese Pfeife? Pfeife. Genial. Bozo liegt oben in seinem Bett. Heult wie ein kleines Mädchen. Apropos heulen. Kann mich vielleicht jemand hier rausheulen? Oh. Der war schlimm. Fest. Ist das nicht ulkig? Naja. Babyfon. Baby Bozo, möchtest du einen Lutscher? Möchtest du einen Lutscher haben?
Hey, wer wirft denn da mit Gegenständen? Was war das überhaupt? Das muss hier irgendwo rumliegen. Aha. Ein süßer Fratz. Ach ja, ich wäre so ein guter Vater. Ich frage mich, ob meine Gutartigkeit eigentlich irgendwelche Grenzen hat. Und Baby Bozo ist weg. Ja, wo ist er denn auf einmal geblieben? Hey, das ist nicht lustig. Vielleicht doch ein wenig. Opa Bozo. Und du bist wirklich Bozos Opa? Das frage ich mich schon seit Jahren. Aber mein Arzt weigert sich, einen Großvaterschaftstest durchzuführen. Ich hätte da ein paar Fragen zu Bozo. Die habe ich auch. Aber manchmal ist die naheliegendste Erklärung auch die beste. Oma Bozo hätte während der Schwangerschaft einfach nicht so viel rauchen dürfen. Man sagt das denn nicht. Okay. Mama Bozo. Und du bist dann wohl Bozos Mutter, richtig? Rate nochmal. Die Tante? Die böse Stiefmutter. Eine Einbrecherin. Die Bewährungshelferin? Nein. Die Oma, die Vorkosterin. Die Schwester? Eine Mischung aus alledem. Warte, was war das Vorletzte? Die Schwester. Rufus, du Charmeur. Hä? Wieso? Ich bin natürlich die Mutter. Was? Aber... Aber du kannst mich gerne Mama nennen. Oh. Wie in Komm zu Mama. Und was... Was stimmt mit Bozo nicht? Was stimmt denn nicht mit Bozo? Ach, Rufus, ich bin mit meinem Latein am Ende. Seit er zurück ist, ist er wie ausgewechselt. Der Junge isst nicht, spricht nicht. Wimmert. Und nicht einmal seiner geliebten Fifi-Funkelfee-Datasetten muntern ihn auf. Fifi-Funkelfee. Fifi-Funkelfee. Oh. Ich mache Bozo wieder gesund. Du bist so ein guter Junge. Ich wünschte, ich hätte einen Sohn wie dich. Oh. Rebellenlager wissen wir schon. Aber da ist ein Gitter. Gitter unten an der Straße. Oh, das Tor ist nur dafür da, dass Baby Bozo nicht wegläuft. Er ist so lebhaft. Im Gegensatz zu seiner Trantüte von Bruder. Verstehe. Und wer hat den Schlüssel? Es ist nicht abgeschlossen. Es hat lediglich eine Kindersicherung. Und nicht einmal die hilft. Baby Bozo ist einfach zu gerissen. Genau. Im Gegensatz zu seiner Trantüte von Bruder. Okay. Essen? Darf ich zum Essen bleiben? Aber natürlich, Rufus. Freunde von Bozo sind hier immer willkommen. Besonders, wenn sie so knackig sind. Nur damit wir uns richtig verstehen. Ich esse mit. Und komme nicht als Fleischbeilage in den Salat, richtig? Ich dachte, Porta Fisco sei vom Organon besetzt. Das war es bis vor kurzem auch. Aber unter Leitung des neuen Generals hat der Widerstand die Stadt zurückerobert. Neuer General? Moment mal, ich höre immer General. Ach, du kennst den neuen General noch gar nicht? Ich wusste nicht mal, dass wir Ränge haben. Okay, Kannst du mir etwas über Bozo erzählen? Natürlich. Was möchtest du wissen? Vorsicht, Rufus. Du öffnest die Büchse der Pandora. Was für eine Büchse? Ach, nimm ihn nicht so ernst. Er meint den Dia-Projektor von Bozos Tante. Versteck dich! Okay. Erstmal. Ich wusste gar nicht, dass Bozo so eine klasse Mutter hat. Aber Rufus, du Charmeur, du weißt, wie man eine einsame Frau aufmuntert. Okay. Ich wusste gar nicht, dass Bozo einen kleinen Bruder hat. Der ist ihm ja wie aus dem Gesicht geschnitten. Ist er auch mit einer Schafschere? Tja. Alle männlichen Bozos verfügen über ein außergewöhnlich dichtes Haar. Sobald ich mit dem Stillen anfange, sprießt es wie verrückt. Vielleicht sollten Sie Ihre Muttermilch als
Moment mal. Was ist noch gleich die geheime Zutat deines Spezialschampons? Das ist ein Geheimnis. Oh, oh je. Yeah. Wo ist Bosos Vater? An der Front verschollen. Ich bin ganz krank vor Sorge. Zum Glück hatte ich Unterstützung von Freunden, die mich auf andere Gedanken gebracht haben. Welche Aha. Freunde meinst du genau? Den Milchmann, den Klempner oder den Postboten? Tja, wie heißt es so schön? Gute Freunde lässt man nicht hängen. Mhm. Wie war Boso als Kind? Da gibt's doch bestimmt irgendwelche peinlichen Geschichten. Eigentlich nicht. Er war ein außerordentlich braves Kind. Er hat nie etwas kaputt gemacht. Seine Fifi-Funkelfee-Puppen selbst weggeräumt. Und selbst beim Ritterspielen wollte er immer die Prinzessin sein. Prinzessin Boso. Lass uns lieber über was anderes reden. Gerne. Immerhin habe ich ja nicht jeden... Zumindest nicht, seit der Briefträger das Fenster verstopft. Okay. Reden wir später lieber weiter. Reden später weiter. Fühl dich wie zu Hause. Ich suche derweil schon mal Fotos von Bosos Ballettunterricht raus. Brief? Post für Witwe Boso. Hier wohnt keine Witwe Boso. Was wollen wir wetten? Oh, der war richtig schlecht. Hey, wo bleibt der Applaus? Das war ein Brüller. Nein, war's nicht. Was steht in dem Brief, Rufus? Sag ich nicht. Ich will das Gelächter zurück. Oh. Rufus, der war einfach miserabel. Wer Opa Boso den Brief geben? Das versuche ich lieber nicht nochmal. Ich will ja nicht die Stimmung verderben. Na gut, dann gehen wir erstmal hoch zu Boso. Hallo Boso. Da bist du ja. Komm, genug an der Matratze gehorcht. Raus aus den Federn. Sag mal, was ist denn mit dir los? Hau ab. Aber wir müssen doch ins Rebellenlager. Du musst mir helfen, die Welt zu retten. Boso. Oh, Backe. Ja. Ein Zettel. Was haben wir denn da? Eine ärztliche Überweisung zur Therapie. Na, sieh mal einer an. Ich wusste ja immer, dass er plemplem ist. Jetzt haben wir es schriftlich. Nein. Verdammt, daraus muss sich doch irgendwas basteln. Ein schnittiger Papierflitzer. Eine riesige Papierplasmakanone. Oder wenigstens ein Papercraft-Penis. Irgendwas Nützlicheres als eine Überweisung zur Therapie eben. Ernsthaft gesagt? An diesem Babyfon fehlt eindeutig die Faxfunktion. Kann sein, dass ich in dieser Hinsicht verwöhnt war. Aber ich habe sie oft benutzt, wenn mein Dad wieder mal tagelang beim Bowlen war. Babyfon für Boso? Keine Sorge. Ich passe auf deinen kleinen Bruder auf, solange du ausgenockt bist. Nein! Keine Panik. Ich kann gut mit Kindern. Ich werde ihm ein paar Tricks beibringen. Er kann mir zum Beispiel bei meinem Sägetrick assistieren. Nein! Oh, doch. Da kann nichts passieren. Baby Boso ist doch viel kleiner als du. Haben wir noch so? Ein Sparschwein? Ja, ja, schon gut, alter Brummbär. Und Boso selbst? Boso? Lass mich in Ruhe. Ach du meine Güte. Armer Boso, der ist gar nicht gesund. Ah. Na, wer sagt's denn? Das Tor ist offen. Freie Bahn zum Rebellenlager. Gulli. Huhu. Oh, keiner da. Was ist denn da unten los? Ein Schild? Männliche Aushilfskraft gesucht. Na, da kann die lange suchen. Männliche... Du suchst eine Aushilfe? Du kannst also lesen. Bravo. Ich suche einen schmucken Mann, der unter mir arbeitet. Schade, dass ich zu tun habe. Ich sagte ja auch Schmuck. Oh. Hallo. Hallo. War das alles?
Einfach nur Hallo? Was willst du hören, ha? Willkommen im Teigtaschenparadies? Ist das Schild vielleicht zu dezent? Geht noch. Was verkaufst du hier? Das hier ist ein Modegeschäft. Ich verkaufe Herrenanzüge und farblich dazu abgestimmte Designerhüte. Für mich sieht es eher wie ein Teigtaschenstand aus. Wow. Gut kombiniert, Inspektor Müllweste. Warum fragst du überhaupt, wo du doch offenbar einen Lügendetektor verschluckt hast, oder? Ist hier ein Baby vorbeigekommen? Ich weiß nichts von irgendwelchen verschwundenen Babys. Und niemand kann mir das Gegenteil beweisen. Ach komm schon. Es müsste gerade erst hier vorbeigekommen sein. Ach so? Dann weiß ich es tatsächlich nicht. Cool. 4 Teigtaschen bitte. Sorry, meine Aushilfe hat gekündigt. Du hattest eine Aushilfe? Ja, keine Ahnung, wie er die Fußfessel aufbekommen hat. Warum machst du die Teigtaschen nicht einfach selber? Ich hatte eine Operation. Der Doktor sagte, ich darf mich nicht zu viel bewegen. Verflucht sei mein großes Herz. Wieso? Hast du eine Niere gespendet? Nein. Hör doch zu. Ich sagte, mein Herz ist zu groß. Ach komm schon. Mach mir ein paar Teigtaschen, hm? Nicht ohne Aushilfe. Okay. Für mich erstmal gar nichts. Gute Wahl. Davon gibt's hier reichlich. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Überall Fragezeichen. Dann schauen wir mal zum unteren. Da ist ja was runtergefallen. Das ist... Bitte was? Ein Schnuller? Fühlt sich zumindest wie ein Schnuller an. So glitschig und schnulleresk. Ein Schnuller. Na dann. Wir können den Schnuller ja bestimmt Goal geben. So, das sollte sie vorerst zum Schweigen bringen. Sehr schön. Ah, da war doch irgendwo ein Ast. Da. Na dann. Na, hab ihn. Den in die Spalte? Fühlt sich so an, als ging es dahinter noch weiter. Ich spüre einen Luftzug und die Luft ist warm und feucht. Oh. Na dann. Hab ich dich. Na dann. Fühlt sich so an, als ich spüre und die Luft ist warm. Na dann. Fühlt sich, ich spüre und die Luft ist... Ja. Oh. Gestrüpp, ich tappe hier scheinbar im Dunkeln. Ohne etwas Licht wird es schwierig werden, voranzukommen. Könnt ihr es in die Spalte stecken? So. Das Gestrüpp steckt in der Spalte. Und nun? Nun mit ein bisschen Holz Feuer machen. So kann ich Feuer machen. Jubilate! Oh oh. Gibt es überhaupt etwas, das ich nicht in Brand gesteckt bekomme? Sag doch mal selbst, Goal. Goal? Das Holz war ein Fühler. Aber was war dann das Gestrüpp? Ah. Zum Totlachen. Nur damit du im Bilde bist. Das war alles geplant. Und überhaupt. Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun. Wir müssen diese Dingensäure wieder zu einem echten Menschen zu machen. Wenn du wieder groß bist, werde ich dich nie wieder töten, dreiteilen oder in einen Säugling verwandeln. Versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Ach, Goal, du verzeihst mir alles. Das mag ich so an dir. Ein Drehkreuz. Ach ja, eine Sache noch. Bevor ich dort in der Finsternis für etwas Erleuchtung sorge, stell dich immer zwischen mich und die menschenfressenden Monster. Wir wollen ja nicht, dass mir was passiert. Ich staune immer wieder, wie dämlich diese Organons sind. Und jetzt, nach dem einmaligen Erfolg von Schau mich an, ist es uns eine Freude, die erste exklusive Hörprobe seiner neuen Single präsentieren zu dürfen. Oh je. Freuen Sie sich mit uns auf Cowboy Dodo mit Schau dich um. Oh Gott, jetzt auch noch die B-Seite. We'll be right back.
schau dich um, klingt nicht gut. Boah, ey, du glotzt ja immer noch, schlimmer noch. Du kommst doch nicht mehr runter, wie eine Zeitung aus dem Sommerloch. Leg dich ab, schnapp nicht über. Du weißt doch selber, wer nicht nachgibt, wird nicht klüger. Also guck mal doof, reicht schon, das ist hier eine Live-Show. Sei es drum, du weißt schon, ich bin hier der Maestro. Hab ich Soße an der Fratze, krieg ich da eine Glatze. Läuft nicht was auf YouTube, irgendwas mit Katze? Du schaust mich an, als gäb's grad nichts anderes in der Glotze. Ich kann's nicht einmal übel nehmen, weil ich genauso kotze, wenn ich überall nur Schrott seh. Glaube mir, das tue ich, denn wir wohnen ja auf Deponia, da ist halt nicht so blumig. Überall im Übel ist auch irgendwo Elysium. Da stehst du falsch rum und schau dich um. Was ist dein Problem? Gibt's hier irgendwas zu sehen? Ey, was glotzt du denn so dumm? Schau dich um. Hast du Scheuklappen, Schleudertrauma, Schiss oder Rheuma? Bist du taub? Bist du stumm? Mann, schau dich um. Hör auf Cowboy Dodo, Cowboy Dodo, Cowboy Dodo, schau dich um. Ey, Cowboy Dodo, dip, dap, dup, 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 bip, 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 schau dich um. Hör auf den Cowboy. Tja, da hat er gar nicht so unrecht. Man sollte sich wirklich viel mehr umschauen im Leben. Sonst verpasst man doch die ganzen Eindringlinge. Alarm! Oh nein. Kacke, Mann. Oh. Ja? Was seid ihr denn? Das ist ja entsetzlicher als befürchtet. Bist du mein Papa? Oh Gott, das will ich nicht hoffen. Und wenn doch, dann schlägst du eher nach deiner Mutter. Ich bin Rufus. Entschuldigen Sie bitte die mangelnde Zurückhaltung meiner Schwester. Sie freut sich nur, dass wir endlich einen Erwachsenen gefunden haben. Ich bin Rusty. Das da ist Gretchen und unser kleiner Bruder heißt Hansel. Ein Strohhalm namens Hansel? Eure Eltern waren echte Sadisten, hä? Zumindest haben sie uns hier in der Kanalisation ausgesetzt. Wir irren schon eine ganze Weile alleine durch die Dunkelheit. Können Sie uns vielleicht helfen? Können kann ich schon, aber wollen tue ich nicht. Verzieht euch! Aber das ist nicht die angemessene Reaktion. Als Erwachsener haben Sie die Verantwortung, armen Kindern in Not zu helfen. Mag sein, aber ich habe ja schon einen Rotzbalg an der Hacke. Ich kann mich doch nicht zerreißen. Ihr helft euch mal schön selbst. Husch! Okay. Sehr dezent. Oh, haben sie Rufus geschnappt? Also Rufus Blau? Ja. Wir haben noch einen Rebellen aufgegriffen. Noch einen? Aber das ist ja wieder derselbe. Er muss irgendwie entkommen sein. Hä? Ich bin doch zum ersten Mal hier. Sehr lustig. Los, sperrt ihn zurück in seine Zelle. Cletus? Ach nee, du bist einer meiner Klone, ne? Als Cletus verkleidet. Oh, bitte. Sag nicht, dass es dich jetzt mehrfach gibt. Sehr gut. Da beherrscht einer seine Rolle als schmieriger Popanz. Ja, nicht wahr? Genau. Aber wenn du ich bist, wie haben sie dich dann schnappen können? Wahrscheinlich so wie dich. Ich wurde viel lässiger geschnappt. Außerdem habe ich schon einen Plan, wie wir hier rauskommen. Gib dir keine Mühe. Ich habe schon alles versucht. Tja. Aber ich habe noch ein paar neue Tricks auf Lager, die du noch gar nicht kennst. Obwohl wir dieselbe Person sind? Genau. Beobachte mich und lerne. Offensichtlich Rufus, ja. Dann aber, hätte ich gesagt, mit diesen offensichtlichen Rufus hinter uns war es das für diese Folge Deponia. Wir sind gut vorangekommen, es sind wieder Sachen endlich, die ich nicht kenne. Sound sollte jetzt auch da sein, heißt, ich habe jetzt zwei wunderschöne Folgen, werde wahrscheinlich jetzt noch zwei Folgen aufnehmen. Und genau, dann sieht man sich in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mich gerne über YouTube-Funktion wissen. Ansonsten bleibt streifig, lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.